Hey ho, willkommen zurück zu The Secret of Mana. Okay, wo sollte ich nochmal hin? Nach Pandoria, genau. Das war was? Ich bin vergiftet. Nein, nicht vergiftet sein. Na, Mann. Toll, jetzt kriege ich jetzt völlig die ganze Zeit Energie oder was? Ja, super. Dann gehe ich lieber schnell zu dem Kater und übernächte doch einmal da. So. Was möchtest du denn? Nur übernachten. 30 Goldmünzen, ey. Boah. Ja, hab doch einmal schnarchen hier. Schnarch, schnarch, schnarch. Yay. Den Spielstand speichern, ja, warum denn nicht? So oft speichern, wie es geht, ist immer gut. Okay. Dann mal hoffen, dass ich jetzt nicht gleich schon wieder vergiftet werde. Weiß nicht, ob es irgendwie Gegengift gibt oder sowas. Na, erstmal die Pflanzen hier töten. Wieder. Und flupp. Tot. Pogo-Puschel. Tot. Nee, nicht. Aber jetzt. Tot. Graf erreicht Level 3. Nee. So, nicht nochmal. Ja, wenn ich denn mal auch die Pflanze treffen könnte. Da. Mehr Pflanze. Tot. Was? Hey, Hilfe! Was? Okay, ein Totempfahl. Ein Kessel. Und ich bin drinne, natürlich. Was soll das? Sei endlich still, du kleiner Schreihals. Wie möchtest du gekocht werden? Al dente oder eher weich gekocht? Lass mich hier raus. Komm ich hier auch selber raus? Hm, du bist jung und knackig, lecker. Du bist ein Festschmaus. Was? Hey, schnell! Die Lindenstraße fängt gleich. Okay. Dazu sage ich jetzt mal gar nichts mehr. Da oben ist ein Mädchen. Hey, pst! Was? Hey, Zwergenfutter! Zwergenfutter, okay. Störe ich dich beim Baden? Ja, sehr witzig. Okay, ich helfe dir. Ja, aber nett denn. Hey, gut, danke. Und jetzt weg hier. Super nett. Vielen Dank, aber wer bist du und was tust du hier? Ich suche jemanden, der unglaublich hübsch, sehr intelligent und einfach zum Knuddeln süß ist. Er ist genau das Gegenteil von dir. Toll. Wie bitte? War nur ein Witz, nein. Ich suche meinen Verlobten. Er muss hier irgendwo sein. Ciao. Hey, warte doch. Sie ist in Richtung Pandoria gegangen. Okay. Was haben wir denn hier? Gefahrhungrige Goblins. Ja. Das waren dann wohl die Viecher, die wir... Ein Pilz. Die wir gerade eben wohl gesehen haben. Oh, der ein paar mehr Treffer. Der lebt immer noch. Jetzt ist er weg. Okay. Na, Pflanze. Nein, geh weg. Gehst du weg. Tot. So, was haben wir hier? Wasserpalast, Quelldorf, Pandoria. Gut. Nach Pandoria sollte ich ja. Ja. Ah, Waffenlevel ist gestiegen. Subi. Ja. Pogo-Puschel. Ne. Was? Tot. So, nach Pandoria in den Süden. Hieß es. Ach, Pogo-Puschel geht weg. Irgendwann gehen die mir doch auf den Sack, diese ganzen Pogo-Puschels. Wer bist du? Was? Nein, komm. So, schwer. Weil ich ja mit der Lanze nicht darunter kann, beziehungsweise das Gras weghauen kann, aber ich möchte weiterhin mit der Lanze kämpfen, irgendwie gefällt mir die ein bisschen besser. Zumindest gerade im Moment. So, Pflanze geh weg. Und stirb. Sehr gut.
Pokopuschel. Tot. Wow. Das war heftig. Ein heftiger Treffer. Da. Pilz. Pilzkopf ist erledigt. Nee, stimmt doch gar nicht. Der liegt doch noch. Jetzt ist er weg. So, mit dich. Mit dir da oben rede ich nie wieder. Du bist böse. Ein Pilz. Kleiner Mushroom. Geh weg. Geh weg. Tot. Okay, was kam? Was kommt jetzt als nächstes? Da. Geh weg. Geh weg. Bin ich denn bald mal in Pandoria? Pilz. Was macht er? Was macht er? Okay. Hat er so einen kleinen Breakdance hier? Okay. Ist ja auch in Ordnung. Und tot. Pandoria. Okay, jetzt bin ich wohl scheinbar in Pandoria. Willkommen in Pandoria. Mir wurde gesagt, ich soll dich durchlassen, sobald du ankommst. Sir Victor aus Tasnica ist in der Burg. Er hat eine Audienz beim König. Ach, und übrigens, sprich besser nicht mit den Menschen hier. Wieso? Wieso will ich nicht mit den Menschen sprechen? Hier ist ein Shop. Hier kann ich wieder speichern. Ey, du bist doch das Arschloch, das mich aus dem Dorf verbannt hat, oder? Ja, er sagt gar nichts. Pünktchen, Pünktchen. Okay, da ist wieder... zum Speichern. Was haben wir hier? Wer bist du? Heino. Wenn ich bloß wüsste, wo meine Sonnenbrille ist. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Vielleicht finde ich sie ja irgendwo. Vielleicht kriege ich was dafür. Ich weiß es ja nicht. Sonnenbrille, Sonnenbrille. Kann ich hier irgendwo was klicken, um seine Sonnenbrille zu finden? Vielleicht irgendwo in den Krügen hier. Oder hier. Ich weiß es doch nicht. Scheinbar finde ich seine Sonnenbrille nicht. Okay. Oder es war nur ein Witz wegen Heino und Sonnenbrille? Ja, wahrscheinlich. Oder finde ich hier irgendwo eine Sonnenbrille? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht war es auch einfach nur ein versuchter Humor von dem Spiel. Ich weiß es doch nicht. Oh, das ist groß. Sir Ronald und seine Tochter sind in der Burg und richten gerade die Hochzeit aus. Okay. Na, das wollte ich nicht drücken. Stufe nach oben. Ein Bett. Kann ich hier schlafen? Nö. Hier ist ja gar nichts. Toll. Wozu kreiert man Räume, wo nichts ist? Hier ist auch noch ein Haus. Alte Frau. Punkt. Alter Mann. Ui, Oma hat ihr Gebiss verschluckt. Seitdem spricht sie kein Wort mehr. Also. Also haben scheinbar alle Bewohner denn auch hier ihr Gebiss verschluckt, weil viele sagen ja nichts mehr. In Pandoria geschehen unheimliche Dinge. Einige Bewohner treiben sich seit Tagen bei den Ruinen herum. Sie reden kein Wort und wirken irgendwie irre. Okay, sie wirken irre. So wie du? Nein. Okay, gucken wir weiter. Pandoria, was haben wir denn noch hier? Boah, die Musik geht ja richtig ins Ohr. Oh, ein Laden. Toll. Dann will er wohl kein Geld haben. Okay, da unten ist auch noch ein Haus. Ich möchte mal in jedes Haus einmal reingehen. Man weiß ja nie. Vielleicht muss ich das auch alles nochmal machen. Ich habe keine Ahnung. Ein Mädchen. Hilf unseren Eltern. Wo sind sie denn? Bist du der Vater? Punkt, Punkt. Du bist ein Kind. Mami und Papi reden nicht mehr mit uns. Ob sie uns nicht mehr mögen? Punkt, Punkt, okay. Sie haben noch was. Zwei Betten für eine vierköpfige Familie. Ist ein bisschen wenig, würde ich sagen. Aber nun gut, so ist das halt. Okay, wo war denn das Schloss? Es sollte zu so einem Schloss gehen. Das sieht aus wie ein Schloss. Das ist Burg Pandoria. Punkt, Punkt. Bitte nicht stören. Und ja, tatsächlich das Schloss. Okay, gut, ich kann nicht über Steine gehen, weil er denkt sich, nö, ist mir zu hoch. Und über Blumen kann auch nicht gehen. Das ist ja toll. Was haben wir hier noch? Okay. Tatatap, jetzt bin ich auf dem Dach. Aha. Finde ich hier irgendwo was? Vielleicht ein verstecktes Item oder sowas? Ist ja alles möglich. Einfach mal rumsuchen. Vielleicht finde ich hier irgendwo was. Scheinbar nicht. Dann eben nicht. Okay, hier ist noch eine andere Tür. Bevor ich in die große Tür gehe, gehe ich erstmal in die kleine Tür. Hagen und seine Truppe sind auf dem Weg in das Schloss der Hexe Tura. Okay.
Viele der Bewohner und sogar einige Soldaten haben sich in Zombies verwandelt. Ich packe meine Koffer und wandere aus. Das solltest du besser auch tun. Um der Armee zu entkommen, habe ich mich krankgestellt. Bei uns in Pandoria nennt man Leute wie mich Drückeberger. Ja, nicht nur in Pandoria, sondern überall. Feigheit vor dem Feind nennt man sowas. Okay. Dies ist die Burg Pandoria. Wirklich? Okay, hier sind ganz viele Leute. Die Leute bei den Ruinen tragen seltsame Masken. Ob sie besessen sind? Will ich auch nicht. Hä? Da hinten waren doch auch Leute. Wie kommt man denn da hin? Hier drüben. Wie kommt man denn da hin? Ja, wahrscheinlich gar nicht, oder was? Okay, hier komme ich noch runter. Mein Freund der Baum ist tot. Er starb im frühen Morgenrot. Toll. Ich würde so gerne einmal den Mana-Baum sehen. Läuft's. Naja, geh da weg. Das ist mein Weg. Die Hexe im Norden muss gewaltige Zauberkräfte haben, okay? Eine Hexe, wahrscheinlich denn irgendwann ein Endgegner von mir? Dieses Land ist von einer Hexe verflucht worden. Wir sind alle verloren. Ja, wir sind alle verloren. Alle. Achso, jetzt bin ich hier. Hoffentlich kommt Hagen bald zurück. Er wollte mit mir spielen. Sir Ronald möchte, dass seine Tochter einen Ritter heiratet. Die Arme. Ich glaube, sie sind oben. Okay, dann gehe ich halt noch weiter nach oben. Ja, Stunden. So. Also, dann weiter nach oben. Oben nach oben. Wo geht's denn weiter nach oben? Hier geht's ja gar nicht nach oben. Was ist denn das? Vor 15 Jahren hat uns das Imperium schon einmal angegriffen. Ja, ist ja schon sehr in Ordnung, aber... Wo geht's denn weiter nach oben? Hä? War jetzt irgendwas verkehrt oder so? Geht doch hier nochmal rauf? Ja, scheinbar ja nicht. Okay, das ist ja der Haupteingang hier, oder nicht? Weil dann muss ich doch jetzt geradeaus nach oben gehen können, oder was? Oder, na, ich glaube, ich sehe schon. Also nochmal den ganzen Weg hier latschen. Ist jetzt auch nicht das Problem. Und wahrscheinlich hier lang, denn. Ja, das ist doch schon wieder was. Oh, ey, das hier nochmal. Niemand außer mir kann über mein Leben bestimmen, Vater. Hey, Zwergenfutter, sag bloß, du bist ein tapferer Ritter. Du meinst, wegen diesem Schwert? Weswegen denn sonst? Hör zu, vorhin habe ich dir geholfen. Jetzt musst du mir helfen. Wir müssen zu Tura der Hexe, meinen verlobten Hagen befreien. Ja, aber ich muss doch in den Lava-Tempel. Das kann warten. Auf, ich heiße Graf. Und ich? Gib dem Mädchen einen Namen. Achso, toll. Wie nenne ich sie denn? Irgendwie einen bestimmten Namen oder sowas? Ich weiß es ja nicht. Na komm. Ich nenne dich jetzt einfach Nina und dann ist gut. So. Okay, dann heiße ich Nina. Nina schließt sich an. Oh cool. Jetzt sind wir zu zweit. Yay. So. Ronald. Nina, ich hasse dich. Okay. Mein Vater ist das allerletzte. Ja, toll. Was haben wir hier noch? Wir müssen ja noch mit Viktor reden, ne? Da ist Viktor. Graf, ist dir aufgefallen, dass die Leute hier sehr seltsam sind? Ja. Die Hexe Ture entzieht den Menschen die Lebensenergie. Sie treiben sich seit Tagen bei den Ruinen herum und reden kein Wort. Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Geh zum Elfenteich. Oh, ist einfach durch Nina durchgegangen. Okay, König. Oh je, Mini, mein Volk ist verzaubert worden. Warum passiert das mir? Die Truppen, die ich zu Tura geschickt habe, wurden gefangen genommen. Es war also deine Idee, Hagen zur Hexe Tura zu schicken. Wolltest du Hagen und mich auseinanderbringen? Natürlich nicht. Wir sprechen uns noch, bis später. Und die Königin? Du bist aus deinem Dorf vertrieben worden. Tja, dumm gelaufen. Wie nett. Du solltest ja auch verschwinden. Es wäre das Beste für uns. Ja, klar. Kann ich hier noch rein? Kann ich euch ausrauben oder sowas? Sind hier ein paar Truhen, die ich mitnehmen kann? K-
König Gustav. Gustav, so hieß du. Ist ja nicht auch so bei The Minish Cap? Ich glaube ja. Hat noch nie zuvor so traurig ausgesehen, wie ein Häufchen Elend. Dies ist das Schlafzimmer des Königs. Ah ja, aha. Okay, und du stehst im Weg? Der Inhalt dieser Kammer gehört dem Helden aus der Prophezeiung. Oh. Na gut. Denn wohl nicht. Okay, dann beende ich hier erstmal den Part und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.